Perfekt. So, schön, dass ihr alle da seid, auch wenn es heute eine kleinere Runde ist. Herzlich willkommen zum jetzt schon 16. netzpolitischen Abend. Diesmal nicht mehr nur ein Redner, sondern wie zuvor immer mal wieder drei. Und wie immer einmal dran denken, es finden Ton- und Filmaufnahmen statt. Da hinten ist die Kamera. Und immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und nicht gesehen werden wollt, bitte verstecken, sonst sich immer zur Kamera drehen. Also schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr draußen vor den Endgeräten da seid. Und unser heutiges Programm sieht wie folgt aus. Einmal wird uns gleich jetzt mit Vollnamen oder Klarnamen Sebastian Vollenhans was über die ominösen Netzgenossenschaften oder die eine Netzgenossenschaft erzählen, die sie gerade planen und dabei sind aufzubauen. Danach gibt es mal wieder ein Update zum Thema Netzneutralität, nach dieser ganzen Prism-Tempora-Geschichte auch mal wieder auf die anderen Themen, die uns beschäftigen, zurückkommt. Und danach wird Gregor Zetlak nochmal, eigentlich die englische Version des Comics, das wir schon im Dezember letzten Jahres mal herausgegeben haben, launchen und euch ein bisschen zeigen, was seitdem passiert ist und wie gut dieses Comic immer noch in die heutige Zeit passt. Ja, darf ich dich einfach nach vorne bitten und einmal kurz anschließen und dann geht's los. So 10 Minuten, danach gibt's wieder Fragen und dann geht's weiter. Vielen lieben Dank, dass du da bist. Ich bin gespannt. Danke sehr. So. Läuft es? Es läuft, wunderbar. Muss ich mal gucken, ich habe hier so eine Präsentations-App, die würde ich mal ausprobieren. Dum, 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 dum. Okay, das tut jetzt nicht. Ist aber nicht so schlimm. Ich erzähle dann einfach mal, worum es geht. Und zwar halte ich heute einen Vortrag über die Netzgenossenschaft, die ominöse. Vielleicht habt ihr von der schon mal gehört. Ich nenne den Vortrag, was tun, wenn es bremst. Wir gründen eine Netzgenossenschaft. Ja, warum gründen wir denn eigentlich eine Netzgenossenschaft? Was bewegt uns dazu, eine Netzgenossenschaft zu gründen? Und da gibt es einige Gründe, ein paar sehr populäre. Das eine ist die Drossel, habt ihr alle mitbekommen. Die Telekom hat angefangen, die Netzneutralität endgültig abzuschaffen in ihren Verträgen und will es für die Zukunft durchsetzen. Das ist ein Thema, was uns sehr bewegt hat in den letzten Monaten. Aber auch der ISP-Markt insgesamt ändert sich. Die Laufzeiten werden immer verlängert von den Verträgen. Es wird immer schwieriger rauszukommen. Es gibt dann irgendwelche komischen Fair-Use-Policies oder wie das genannt wird. Es gibt nur noch gleichförmige Angebote. Man kann immer nur versuchen, das am wenigsten Schlechteste zu wählen. Aber eigentlich gibt es so nicht das, was man wirklich haben will. Ein zweiter Aspekt, was auch in den letzten Monaten stark stattgefunden hat, dass das rausgekommen ist, dass unsere Internetleitungen immer mehr überwacht werden. Dass Prism ein Faktor ist. Das Internet hat ja eigentlich angefangen, abgesehen von der militärischen Entwicklung am Anfang, hat sich das sehr gewandelt, dass es irgendwie in Richtung Universitäten gab. Es basierte auf Kooperation, autonome Systeme haben sich miteinander vernetzt und das tendiert immer weiter zu staatlich kontrolliertem und überwachtem Raum. Und ein dritter Grund, wieso es die Netzgenossenschaft gibt, ist die Republika. Dort haben wir Leute, die da mitmachen, uns nämlich zusammengefunden und haben über dieses Thema Drosselcom geredet und saßen zusammen und dachten, wir müssen doch da mal was machen, jemand muss doch da mal was tun. Ja, und dann heißt es Internet selber machen, weil wir sind zur Überzeugung gekommen, dass es nicht ausreicht, unsere Forderungen an die ISPs zu richten, noch mal weniger scheiße zu sein, sondern dass wir selber was machen müssen. Wir sehen, dass wir viele sind. Es gibt viele Leute, die irgendwie davon betroffen sind, von diesen Drosselungsgeschichten. Wir haben alle irgendwie das Problem, dass wir zu Hause einen DSL-Router haben und eigentlich in so einen blöden Vertrag drin stecken und eigentlich was komplett anders wollen. Und was uns auch aufgefallen ist, wir haben eigentlich das Know-how. So die Leute, die sich mit Netzpolitik auseinandersetzen, die im Internet leben, da gibt es sehr viele Menschen dabei, die das entsprechende technische Know-how haben. Sehr viele Leute, die auch bei Internet-Service-Providern arbeiten oder mal gearbeitet haben. Und eigentlich, warum sollten wir das nicht selber machen? Was wollen wir denn eigentlich für Internet haben? Wir wollen echtes Netz haben. Momentan sieht es so aus, dass wir immer so diese Diskrepanz zwischen Upload- und Download-Bandbreite haben. Was uns verkauft wird, ist irgendwie, du kannst runterladen, aber du kannst nicht hochladen. Du kannst konsumieren, aber du darfst nicht produzieren. Dass, wenn das Verhalten einfach nicht irgendwie in den verwertbaren Kram der DSL-Anbieter passt, dass es dann irgendwie ganz schnell gedrosselt wird. Wir wollen auch
eine Entbündelung. Das heißt, wir wollen nicht irgendwie einen Internetzugang und ein Bundesliga-Paket und eine Telefon-Flatrate und sonst noch was dazu haben, sondern wir wollen eigentlich ein Kabel, das aus der Wand kommt, wo Bits rausfallen, und wir wollen nicht irgendwie uns mit irgendwelchen langen Vertragslaufzeiten, mit irgendwelchem Tarifdschungel oder sonst irgendwas rumschlagen. Wir wollen eigentlich echtes Netz, das einfach nur Netz ist und aus der Wand kommt. Auch ein Punkt ist, wir wollen gemeinsames Netz haben. Momentan sieht es so aus, wir haben irgendwelche Mietshäuser mit 100 Parteien und die haben 100 DSL-Anschlüsse und jeder hat einen, und das macht überhaupt keinen Sinn. Für die ISPs ist es natürlich total sinnvoll, da irgendwie 100 mal 29,95 im Monat zu verlangen, und dann hat jeder sein eigenes Netz, aber da könnte man genauso gut, eigentlich wäre das sinnvoll, ein Kabel reinlegen und das ganze Haus versorgen, und dann gibt es ein Ethernet und es kommt Internet aus der Wand. Warum gibt es das nicht? Wir wollen eine Entindividualisierung und wir wollen auch eine Entmarktung. Also das heißt, wir wollen weg von dieser Vermarktungslogik. Möglichst jeder Mensch braucht irgendwie drei Internetzugänge, für die er jedes Mal 29,95 im Monat bezahlt, hinzu, wieso legen wir da nicht einfach eine Leitung hin und dann kommt das Netz aus der Wand? Also weg von dieser Vermarktungslogik hin zu offenem Netz. Ja, genau, offenes Netz. Wir wollen offene Netze. Nicht nur irgendwie so, ja, du kannst irgendwie hier mitmachen, wenn du das Geld aufwenden kannst und wenn du in der richtigen Straße wohnst. Wir wollen irgendwie, dass das Netz zugänglich ist für alle, nicht nur in den Städten, nicht nur da, wo es sich lohnt, nicht nur da, wo die Leute sind, die reich sind, sondern irgendwie auch in der ganzen Breite des Landes, nicht nur in attraktiven Ballungszentren. Wir wollen auch eine Grundversorgung von Internet haben. Das wäre nämlich schön, weil wieso habe ich kein Internet, wenn ich irgendwo im Park sitze? Wieso gibt es da kein WLAN? Wieso kann ich nicht teilhaben, wenn ich nicht irgendwie zu Hause einen DSL-Anschluss habe oder mir so einen Handytarif leisten könnte? Und wenn wir diese Forderung aufstellen und uns das überlegen, dann müssen wir eigentlich auch den Blick zurückrichten, weil es gibt da schon einiges. Wir sind nicht die Ersten, die mit der Idee kommen. Wir stehen eigentlich auf den Schultern von diesen. Es gibt irgendwie eine breite Geschichte in den letzten Jahrzehnten, was es so alles gab. Es gab viele Bürgernetzvereine, die überhaupt erstmal das Internet für normale Menschen zugänglich gemacht haben, nicht nur im universitären oder im Firmenumfeld, sondern eben auch für die Leute zu Hause, die sich per Telefon über eine Ortsnetznummer einwählen konnten und für billig Geld ins Netz kommen. Es gibt Initiativen wie Freifunk, oder es gibt irgendwie ISPs wie hier Individual Network Berlin oder Access for All in den Niederlanden, die das erstmal geschafft haben, Internet von unten anzubieten. Nicht ein staatlicher Konzern, der irgendwie das Postmonopol innehat und dann irgendwie DATXP für teuer Geld verkauft. Nein, tatsächlich Leute, die von unten für alle Internet zugänglich gemacht haben. Und es ist auch nicht so, dass wir zu diesen Initiativen und zu diesen Vereinen und zu diesen Bewegungen, die es da schon gibt, irgendwie in Konkurrenz treten wollen. Ganz im Gegenteil, wir wollen mit denen kooperieren und die Ideen, die es da schon gab in den 90er Jahren, auch einfach fortführen. Ja, wir gründen eine Netzgenossenschaft. Über das Netz habe ich jetzt was erzählt. Das ist natürlich die Frage, warum gründen wir eine Genossenschaft? Warum nicht einfach eine Firma oder ein Verein oder eine Bürgerinitiative? Sind wir Kommunisten? Was wollen wir eigentlich? Wenn wir über Genossenschaften reden, dann reden wir von den redlichen Pionieren von Rochdale. Hat noch niemand von euch gehört, oder? Die redlichen Pioniere von Rochdale haben 1844 eine Konsumgenossenschaft gegründet in Rochdale im United Kingdom. Das war zuerst eine Konsum- und Spargenossenschaft, wo es darum ging, irgendwie für die Weber, die das gegründet haben, ordentliche Preise zu erzielen, gemeinsam irgendwie mehr zu erreichen. Und jetzt muss ich mal bei meinen Moderationsnotizen kurz scrollen. Es gibt nämlich 7 Prinzipien, die damals die redlichen Pioniere von Rochdale schon ausgearbeitet haben. Einerseits Barzahlung und das irgendwie, das, was man reinsteckt, man auch wieder rauskriegt. Das ist jetzt natürlich speziell auf diesen Bezug auf diese Weber, aber eben auch, dass es eine offene Mitgliedschaft gibt, also dass alle Leute sich beteiligen können, alle Leute, die davon betroffen sind, dass es demokratische Wahlen gibt, dass es nicht irgendwie so einer schafft an und der Rest irgendwie folgt, sondern dass es demokratisch ist, dass auch jeder, der mitmacht, eine Stimme hat, egal wie viel Geld er da reinsteckt, egal wie viel Anteil er daran hat, hat jeder Mensch, der da mitmacht, eine Stimme. Die Verzinsung von Einlagen wurde begrenzt, dass nicht irgendwie die Leute, die viel Geld zahlen können, übervorteilt werden. Es gibt politische und religiöse Neutralität, ist auch ganz wichtig und zu dieser Zeit sehr erstaunlich, dass es gab. Und noch ein Prinzip, das sie haben, war die Förderung von Bildung, nämlich nicht nur, dass Leute da ihre Konsumgenossenschaft haben, sondern dass es irgendwie auch ihnen das Produktionsmittel der Bildung in die Hand gegeben wird, dass sie sich irgendwie bilden können. Und ein schönes Zitat von Robert Owen, der da einer der Gründer dieser Rochdale Society of Equitable Pioneers war, also dieser redlichen Pioniere von Rochdale,
Vereinigung einer besonderen, eine Genossenschaft, es bietet sich auf die Genossenschaft, ist eine Vereinigung besonderer Art, die sich mehr auf Personen als auf Kapital stützt und nicht nur ein finanzielles, sondern auch ein moralisches Ziel hat. Und ich glaube, das trifft eigentlich ganz gut, was wir mit so einem ISP machen wollen. Ja, ein anderer Mensch, Friedrich Wilhelm von Raiffeisen, war einer, Deutschland ist ein bisschen komisch mit der Geschichte, es wurden gleichzeitig die zwei ersten Genossenschaften in Deutschland gegründet und eine davon hat eben Friedrich Wilhelm Raiffeisen gegründet, den man noch kennt von irgendwie diesen landwirtschaftlichen Einkaufsgenossenschaft und von der Bank. Was einzeln nicht möglich ist, das vermögen viele. Das ist auch ein wesentlicher Zug, wesentlicher Punkt bei Genossenschaften, weil das Gewicht, das eine Genossenschaft hat, das besteht aus Kooperation und aus daraus, dass irgendwie viele Leute zusammenwirken. Heutzutage sieht es in Europa so aus, es gibt in Europa 300.000 Genossenschaften und 14 Millionen Genossinnen. Das ist ganz schön viel, das ist mehr als ich vorher sogar gedacht habe, obwohl ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Und die wesentlichen Gesichtspunkte einer Genossenschaft sind irgendwie, dass es einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zum Wohl der Mitglieder gibt. Also es wird nicht irgendwie möglichst irgendwie gehandelt, um irgendwie das meiste Geld zu verdienen oder irgendwie Marktmacht zu erreichen, sondern dass alle Leute, die da sich beteiligen, profitieren, dass alle Leute, dass es zum Wohl eben der Mitglieder läuft. Genau, es ist keine Charity-Organisation, sondern es geht auch darum, wirtschaftlich zu agieren. Ein Punkt, der total spannend ist, die Trägerin, und der spielt natürlich bei uns als Netzgenossenschaft eine große Rolle, die Trägerin sind Kapitalgeberin und Geschäftspartnerin. Das heißt, es gibt keine Trennung zwischen irgendwie den Leuten, die produzieren und den Leuten, die konsumieren, sondern es ist irgendwie ein gegenseitiges, wechselwirkendes Ding. Wenn ich Mitglied in einer Genossenschaft werde, um dann einen Internetzugang zu bekommen, dann bin ich gleichzeitig die Firma, die mir den Internetzugang verkauft. Das heißt, ich bestimme dann selber über das, was ich bekomme. Total großartig. Und auch ein wichtiger Punkt ist, Genossenschaften fördern Selbstorganisation, fördern quasi Agieren von unten. Also Selbsthilfe, Selbstverwaltung, Selbstverantwortung sind wesentliche Werte, die in so einer Genossenschaft eine Rolle spielen. Wie geht es jetzt weiter, ist die große Frage. Wir haben unglaublich viele Ideen, ich habe ein paar davon schon auch genannt. Was wir konkret machen wollen, ist natürlich die Frage, da sind wir noch nicht so weit. Wir haben einige Ideen, irgendwie, ob wir in Berlin irgendwelche Modellprojekte finden, irgendwelche großen Wohnblöcke, die wir anschließen können oder irgendwelche Gewerbehöfe, wo Startups arbeiten. Wir wissen noch nicht genau, was wir machen wollen, aber wir arbeiten das aus. Wir wollen also diese Ideen weiterentwickeln. Wir suchen natürlich Leute, die Genossin oder Genosse werden wollen, weil um diese Ideen umzusetzen, machen wir natürlich auch Geld. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Wir brauchen, denke ich mal, so eine 500.000 Euro und dann können wir loslegen. Kein Problem. Dann wird irgendwann die Genossenschaft gegründet. Das Problem ist, wir sind so ein bisschen hinterm Zeitplan mit der Genossenschaftsgründung. Wir hatten eigentlich so uns irgendwie so ein hehres Ziel gesetzt. Hier, nächsten Samstag nach der Feitstadt Angst gründen wir das und dann geht's los. Dauert wohl noch ein bisschen länger, weil so diese Prozesse der Vorbereitung und die Ideen und das Ganze auszudiskutieren, dauert wohl noch ein bisschen länger. Und letztendlich wollen wir dann Telekom und Co. überflüssig machen mit dem, was wir tun. Das ist so, ja, ganz unten gehört da noch Profit hin wahrscheinlich. Ja, ich finde das jetzt bestimmt total eine super tolle Idee und wollt da mitmachen. Wir haben eine Webseite, netzgenossenschaft.org, da ist auch ein QR-Code, könnt ihr scannen, dann kommt ihr direkt drauf. Da steht einiges zu den Ideen, die wir schon haben, da wird auch angekündigt, wenn wir uns treffen wollen oder so. Es gibt eine Mailingliste, auf der man mitdiskutieren kann, die eigentlich so momentan unser Hauptauseinandersetzungskanal ist. Und weil wir gedacht haben, das ist ja blöd, wenn ich jetzt was über die Netzgenossenschaft erzähle und das dann aber alles so verpufft, treffen wir uns einfach nächsten Mittwoch, also morgen in einer Woche, hier in der Siebe ist 19 Uhr. 9/11. Ja, wenn es jetzt noch Fragen gibt, dann möchte ich gerne gefragt werden. Ja. Den da? Oder den da? Da ist auch ein Link zu der Mailingliste im Notfall. Vielen Dank dir erstmal. Gerne. Richtig spannend. Ich glaube, sogar meine Mutter wäre begeistert. Ich glaube, damit kann man auch andere Generationen sogar nochmal ansprechen. Auf jeden Aber Fall. Ich habe hier schon mal eine Hand gesehen. Ich komme mal nach hinten. Und ja, ich gebe es dir mal. Aber Sebastian, erklär mir doch mal bitte kurz, wie man einfach so mir nichts, dir nichts ein Internet Service Provider wird. Das ist an sich nicht so schwer.
Man geht zur Bundesnetzagentur und sagt, hallo, wir möchten ein Internet Service Provider werden, füllt da 200 Seiten Formular aus und dann ist man ein Internet Service Provider. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie man dann konkret auch als Internet Service Provider agiert. Und da öffnet sich das Feld in ungeahnte Möglichkeiten. Man kann entweder bei der Telekom so die letzte Meile anmieten und sich so ein D-Slam hinstellen. Oder man kann irgendwie den Bagger aus der Garage holen und die Straße aufreißen und da Glasfaser einbuddeln. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Die Minimallösung ist irgendwie, man stellt einfach so einen WLAN-Router bei sich ins Fenster und macht da Freifunk. Und das ist auch schon eine Form von Internet-Service-Provider sein. Was wir konkret machen wollen, wissen wir im Detail noch nicht. Das hängt auch davon ab, wie viele Leute mitmachen, wie viel Kapital wir letztendlich zum Wuchten haben, was für Projekte sich anbieten. Letztendlich wollen wir, dass die kompletten kommerziellen Internet-Service-Provider letztendlich alle mal sterben und das komplette Netz einfach für alle verfügbar ist. Das dauert aber noch 2-3 Jahre, bis wir soweit sind. Vielen Dank. Hier kommt einmal die nächste Frage für die Kamera, Herrn. Ja, hallo jetzt. Bevor die kommerziellen Internetprovider überhaupt auf den Plan traten, war ja das Internet eine Ansammlung von Genossenschaften. Damals die Individual Networks oder die ganzen C-Netze, Fido-Netze, wie auch immer, Vereine wie der Deutsche Forschungsnetzverein und so. Sind die mit im Boot, wenn man da jetzt eine neue Genossenschaft gründet? Weil die wissen doch bestimmt, wie man einen genossenschaftlichen Internetprovider macht, wenn sie das vor 20 Jahren schon gemacht haben. Also ist auch nicht so, dass sie alle keine Genossenschaft mehr sind. Die DENIC zum Beispiel ist eine Genossenschaft, die viele von euch kennen. Faktisch ist es so, dass wir, also am Beispiel Individual Networks Berlin ist ein Verein und keine Genossenschaft. Das hat nochmal andere Konsequenzen. Das hat irgendwie, da kann ich mich einfach einen Anteil zeichnen und bekomme dann eine Stimme. Das hat nochmal einen anderen Grund. Vereine sind halt auch anders, können halt auch anders wirtschaften. Im Detail kenne ich mich da nicht so aus, weil ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler und habe nichts mit Steuern am Hut. Ich weiß es nur so grob. Wir sind natürlich mit den Initiativen und Vereinen und so, die es da gibt, sind wir in Kontakt. Nicht mit allen, aber mit ein paar von den Individual Networks Berlin gehört zum Beispiel dazu. Mit denen gab es schon den Mail-Austausch, wo die auch irgendwie Angst hatten, dass wir irgendwie Konkurrenz machen wollen, wo wir aber dann versucht haben, sie zu beruhigen, was gar nicht so ist. Ja, also das macht einfach Sinn, da ganz viele Kooperationen einzugehen. Und ich habe auch gesagt, wir stehen auf den Schultern von diesen. Es ist da schon ganz viel da und wir müssen da eigentlich nur anknüpfen und einfach nur vielleicht die Bewegung, die es in den 90ern gab, die jetzt vielleicht so ein bisschen abgeflaut und eingeschlafen ist, nochmal aufgreifen und vielleicht nochmal neu befeuern. Wer seid ihr denn eigentlich? Kannst du dazu nochmal kurz was sagen, jetzt außer dir? Wir sind, gerade sind wir eigentlich viele Individuen, die das Thema total spannend finden, die gerade auf einer Mailingliste eingetragen sind. Es sind natürlich ein paar Leute dabei, die man so kennt. Ich weiß nicht, inwiefern diese Leute alle so namentlich genannt werden wollen. Aber kommt doch einfach nichts mit mal vorbei und trefft uns und dann seht ihr, wer wir sind. Ja, danke. Das klingt alles sehr spannend. Mich würde jetzt auch nochmal das doch technisch auch und geschäftlich näher interessieren, wie ihr die Telekom wirklich überflüssig machen könntet, wenn ihr das entsprechende Kapital zum Beispiel hättet. Hm. Mit anderen Worten, wer ist denn dann wirklich der primäre Internetanbieter oder mit wem würdet ihr euch verlinken, wenn ihr die Telekom überspringen könntet und seid ihr dann nicht direkt bei den Amis? Also ist man dann nicht direkt bei Prism? Also weil die letzte Meile zu ersetzen, dann seid ihr ja nur so eine Art Enddistributor, der ja aber nicht so viel verändern kann mit ein paar die Angebotsstrukturen, aber nicht so viel bezüglich dieser ganzen Datenprobleme. Das ist so ein bisschen der Hack mit der Genossenschaft, weil dadurch, dass wir eine Genossenschaft sein wollen, lösen wir dieses Verhältnis zwischen, es gibt eine ISP und es gibt Kunden auf. Die Kunden werden in Gemeinschaft die eigene ISP. Den Leuten, die das Internet haben bei sich zu Hause, die sind gleichzeitig Anteilseigner der Genossenschaft und somit können die mitbestimmen, somit sind die halt auch irgendwie, ja, wenn dann die NSA kommt und sagt, wir legen da mal eine Abhörleitung, dann müssen wir das natürlich auf dem Genossenschaftstreffen diskutieren, weil es geht ja alle was an. Ein Plan, den wir natürlich haben, ist, dass wir natürlich, wenn es irgendwann mal die Welt abdecken soll oder zumindest irgendwie einen beträchtlichen Teil an Landmasse, dann benutzen wir natürlich auch das Internet zur Kommunikation. Wir haben uns auch überlegt, Liquid Feedback oder Liquid Democracy Tools da einzusetzen, um zu unserer Entscheidungsfindung zu kommen. Also diese Gefahr von Überwachung sich dadurch angegriffen, eben dass nicht die Kunden entfremdet sind von den ISPs und die ISP da irgendwie wurschteln und mauscheln und mit den Geheimdiensten kooperieren und die Kunden gar nicht wissen, was da eigentlich abgeht, sondern dass dieses Verhältnis aufgelöst ist. Und deswegen ist es auch wichtig, eine Genossenschaft zu gründen und nicht einfach nur eine GbR oder eine GmbH oder irgendwas. Oder ein Verein. Oder ein Verein.
So, noch eine letzte Frage. Ja, ich wollte erstmal Mut machen, bevor ich meine Frage stelle. Danke. Mein Name ist Meinhard Starostik. Wir gründen ja gerade die Alternative zur GEMA. Ah. Also auch ähnlich großes vor mit der C3S. Und wir haben uns auch die Genossenschaft genommen, weil das eben ein ganz demokratisches Modell ist. Und haben über Fundraising inzwischen 85.000 an Zusagen und das Stammkapital, was man haben muss. Also ich finde das alles realistisch. Meine Frage war jetzt, habt ihr schon mal dran gedacht, gleich eine europäische Genossenschaft zu gründen? Das wäre ja eigentlich, also gerade wenn man Internet macht, die angemessene Rechtsform dazu. Genau, also eine SCE, eine Société Coopérative Européenne, ist natürlich eine gute Wahl. Die setzt natürlich voraus, dass es Gründungsmitglieder aus verschiedenen europäischen Ländern gibt. Ja, mindestens zwei. Also wenn wir jemanden noch in Österreich finden oder so, dann könnten wir das machen. Das sollte ja nicht das Problem sein. Ist natürlich was, was wir andenken, aber da sind wir, glaube ich, soweit ich das weiß, noch nicht zu einem endgültigen Schluss gekommen. Letztendlich könnte man auch irgendwie die Genossenschaft als EG gründen und dann in eine SCE umwandeln oder ähnliche Dinge machen. Wichtig ist natürlich auch, dass wir einen Genossenschaftsverband finden, der cool ist. Also da spielen noch so sehr viele Überlegungen mit rein. Okay, es gab noch eine letzte Frage, die noch wirklich. Habt ihr vor, eine eigene Leitung aufzubauen oder benutzt ihr die vom Telekom? Das ist eine gute Frage und ich denke mal, das hängt davon ab, was wir letztendlich konkret machen werden. Wir werden natürlich nicht irgendwie alle Glasfasern, die da schon verbuddelt sind, irgendwie vergessen und anfangen, alles neu zu machen. Ich denke mal, dass es Sinn macht, irgendwie vorhandene Dark Fibers anzumieten, um irgendwelche Leitungen zu haben, etc. Aber es kommt natürlich. Ja, es kommt halt darauf an. Also ich glaube, es gibt. Auf der Ebene von der globalen Vernetzung gibt es viele Alternativen zur Telekom. Die ganzen Glasfaserkabel, die da liegen, sind teilweise in den 2000ern von KPN verbuddelt worden, als die Internetblase groß war und liegen jetzt dann da und können genutzt werden. Es gibt da Rechenzentren, wo Kapazitäten frei sind. Wo die Telekom eine Rolle spielt, ist eben bei den Hausanschlüssen, bei der letzten Meile. Und da kann man einerseits den Weg gehen und sagen, ja, wir stellen uns dann in D-Slam hin und mieten von dieser Telekom die Leitung und spielen dann so ein bisschen ISP. Oder wir machen es total cool und nehmen uns hier so einen Block in der Stadt und legen da eine Glasfaser rein und die verbuddeln wir da selber mit dem Bagger und das ist viel cooler und dann sitzt die Telekom auf ihren Endkundenanschlüssen und kann gar nichts damit anfangen, weil die cooles Internet von uns haben. Was für eine schöne Zukunftsversion. Vielen Zukunft Dank dir nochmal.